Hey, ich habe den Knoblauch heute eingelagert. Ich habe den im Anfang Juli, also Ende Juni, Anfang Juli geerntet, dann eine Zeit lang auf dem Balkon liegen lassen. Und das war nicht so optimal. Der sollte vielleicht lieber schattig luftig liegen und nicht sonnig luftig. Und ich habe dann die dreckigen Schalen so ein bisschen abgerieben. Wieder geht nicht ab. Und die Wurzeln ein bisschen eingekürzt und jetzt kann man den einlagern. Wenn die Knolle so geschlossen ist wie das, dann ist er super lagerfähig. Wenn die Knolle so offen ist, dann ist er nicht lagerfähig. Entweder kannst du ihn gleich verbrauchen oder also essen oder einfach wieder einpflanzen. Also Pflanzzeit vom Knoblauch ist jetzt, einfach die Zehen in die Erde stecken. Und ich weiß nicht, ob ich es euch gesagt habe. Also ich habe diese, die habe ich auch geerntet. Die Bulbillen, also diese kleinen, die von der Blüte rauskommen. Dieses Saatknöllchen, warte mal, die ist offen. Das sind auch winzige Knoblauchzehen. Die habe ich auch gesät heuer, aber wenn es ein bisschen trocken ist, die sind mir alle umgefallen. Also das Kraut ist schön gewachsen. Das wird so dünn wie Schnittlauch. Und in den heißen Monaten, ich gieße ja überhaupt nicht. Da ist das ganze Kraut, hat sich niedergelegt und so. Und vielleicht kommt es nächstes Jahr. Also ich habe jetzt nichts ausgerissen oder sowas. Aber ich mache es jetzt einfach dieses Jahr so. Säen tue ich immer die Zwiebeln. Ah, und das ist noch. Wenn man die Bulbillen setzt, kriegt man im nächsten Jahr eine Knolle, die aus einer runden Kugel besteht. Das ist auch so eine, die noch nicht in Zehen unterteilt ist. Und wenn man die, könnte man auch wieder setzen, da würde man nächstes Jahr Zehen bekommen. Also das ist der normale Knoblauch mit seinen Zehen. Das ist im Prinzip aus einer Zehe gepflanzt, bekommt man so ein Ding. Aus einer Bulbille gepflanzt, kriegt man so ein Ding. Und die sind halt einfach kleiner und ein bisschen mei, Babys halt, gell? Also der, den man aus der Zehe pflanzt, der hat einfach mehr Kraft, weil er einfach eine größere aus seiner Knolle einfach zehren kann. Auch wenn da mal vielleicht ein bisschen Trockenheit ist oder Nährstoffmangel. Der hat da wirklich einfach mehr Kraft. Ich setze nur noch die Zehen und die Bulbillen, die kann ich durch die Knoblauchpresse jagen. Genau. Also da gucke ich jetzt dann nochmal durch. Wenn ich offene Knollen finde, die muss ich halt immer als erstes verbrauchen. Und so denke ich, habe ich wieder einen schönen Vorrat. Der letzte hat auch bis in April, Mai gereicht. Und freue ich mich. Und dann habe ich heute noch Roggen geerntet. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil der hier ist ja grün, ob ich ihn vielleicht zu früh geerntet habe. Aber es heißt, man muss ihn bei trockenem Wetter ernten und jetzt ist wieder Regen angesagt. Jetzt habe ich ihn einfach mal geholt. Ich weiß noch nicht, wie man den dreschen muss oder wie ich den halt rausbekomme aus aus seiner Schale. Keine Ahnung. Wer da irgendwie Infos für mich hat, gerne unten reinschreiben. Ich habe das als Kind, kann ich mich erinnern, aber ich glaube nicht, dass das Roggen war. Ich glaube, das war Weizen. Da haben wir uns vom Feld was geholt und dann zu Hause in ein Taschentuch eingewickelt und dann in dem Taschentuch immer so gerieben. Also im Prinzip wie wenn man es zwischen den Händen reiben würde, nur dass wir es in ein größeres Taschentuch reingetan haben und da gerieben haben. Und dann sind die Körner auch, haben sich auch aus der Schale befreit. Und das will ich jetzt mal versuchen. Als erstes, und wenn es nicht klappt, keine Ahnung. Ich habe zum ersten Mal Roggen. Und die Körner, glaube ich, muss man, wenn man die aufbewahrt, immer wieder umrühren, damit keine Motten reingehen. Ja, genau. Und ich habe Stachelbeeren, Maulbeeren. Ich habe schon dreimal Marmelade gemacht heuer. Aber ich muss echt jetzt in die Arbeit und vorher noch schnell was essen. Keine Zeit. Ciao, ihr Süßen.